In seiner Sitzung vergangene Woche gab der Stadtrat zunächst mal grünes Licht, damit die Aufstellung des Bebauungsplans für die Hochschule in einem beschleunigten Verfahren weitergeführt werden kann. Mit Stirnrunzeln bewilligte man auch den Ausbau der Tiefgarage Residenzplatz, welche unterhalb der Fachhochschule dann 90 neue Parkplätze bieten soll. Kostenpunkt rund 5,8 Millionen Euro. Der Großteil der von uns befragten Passanten sieht das Projekt Hochschule jedoch positiv. Weil erstens mal Bedarf ist, es studieren immer mehr und zweitens auch das Niveau der Stadt angehoben wird, vermute ich. Also ich glaube, dass das eine enorme Bereicherung ist, gerade auch fürs Nachtleben hier, weil ja eigentlich jetzt nicht viel los ist für die mittlere Generation oder die Jugendliche. Ich glaube, dass das eine enorme Aufwertung ist für die Innenstadt auch. Auf jeden Fall eine Bereicherung. Junge Menschen, die sich sammeln und treffen und Spaß haben und lernen in der Stadt. Erstmal kostet es viel Geld und schauen wir mal, wenn in Nürnberg dann die neue Hochschule kommt, ob sie dann schnell wieder weg ist. Wenn sie da bleibt, ist es gut. Wenn sie wieder wegkommt, dann haben wir Kosten und nichts davon. Man sitzt ja in Ringsburg unten oder in Weiden, da sind halt immer die Studenten unterwegs. Also. Und ich denke, die lassen schon ein bisschen ein Geld da. Und auch dann der Zufluss von den Auswärtigen, sage ich mal. Also ich denke, das wird interessant. Neumarkt ist eine Stadt der Schulen, heißt das so schön, mit unseren Gymnasien, Realschulen und so. Und das ist mit Sicherheit ein Fortschritt für uns, und ganz klar. Bereits jetzt ist der Studiengang Biomanagement im Kloster in Neumarkt untergebracht. Wirkliches Uni-Flair, so die Hoffnung der Verantwortlichen, wird es jedoch erst dann geben, wenn die Studenten in dem Neubau am Residenzplatz untergebracht sind.